Tobias, du bist 13 Jahre alt und der erste Vegetarier mit Hühnerhaltung. Genau, der sich Hühnern angenommen hat. Was hat dich dazu bewegt oder bewogen? Ich finde Hühner hübsch. Ja. Ich wollte schon immer irgendwelches Vogelviehzeug haben. Und ja. Wellensittiche kann man draußen halten und die kann man nicht in der Wildnis leben lassen, weil die kommen hier in Deutschland nicht klar. Deswegen habe ich da Vögel und Tauben wollte ich nicht halten, weil die wollen in der Natur leben. Und Wellensittiche auch. Ja. Und die hier, die kommen in Deutschland gar nicht klar. Die sind vielleicht nach einem Tag schon tot. Und diese Hühner hier hast du schon seitdem sie aus dem Ei geschlüpft? Ich habe sie kurz nach 2 Wochen habe ich sie geholt. Wie alt sind die denn? Jetzt ungefähr 1,5 Jahre. Ah ja. Und ich habe gehört, du hast auch schon einige Hühner richtig vor dem Suppentopf gerettet. Ja, habe ich auch. Das sind 3 Zwerghühner. Ja. Kannst du mal deine Hühner zeigen? Ja, das sind die hier. Ja. 3 Zwerghühner. Kannst du die auch auf. Kannst du auch eins auf dem Arm nehmen? Ja. Hey! Ein Hahn. Und die ein bisschen schlechter? Die haben keine Angst vor dir, ne? Die hinterm Haus haben gar keine Angst, die kommen sogar zu einem hin. Die laufen vor einem ein bisschen weg, weil die sind noch nicht so richtig ganz zahm. Der ist noch nicht so ganz zahm, ne? Aber der merkt, dass du es gut meinst. Massiert werden, ja. Und nimm mal den anderen, nimm mal das, was du eben, war das eine Henne? Hey. Darf ich auch mal streicheln? Ja. Ganz lieb. Hey. Ganz lieb. Du kommst ins Fernsehen. Ja, die ist ganz lieb. Super. Haben die auch Namen? Nein, noch nicht. Okay. Komm mal von meinen anderen Hühnern. Nur von meinen anderen Hühnern. Die haben Namen. Nicht alle, nur der Hahn. Und du bist Vegetarier? Ja. Wie lange denn schon? Ich habe noch nie in meinem Leben Fleisch gegessen. Vielleicht nur aus Versehen, weil ich gelesen habe, Gelatine. Ah, super. Und willst du weiter Vegetarier bleiben? Ja. Warum denn? Weil ich nicht gut finde, dass die Tiere aus Massenhaltung kommen. Okay. Weil die müssen nicht unbedingt geschlachtet werden, weil die Tiere, die können auch schön leben, auf der Wiese. Die sind oft draußen. Ja. Und wenn das jetzt freilaufende Tiere wären, würdest du sie dann essen? Eigentlich nicht. Ich finde Tiere trotzdem immer interessant. Seit klein auf finde ich Tiere interessant. Okay. Und jetzt habe ich endlich mit Hühner seit 1,5 Jahren. Mhm. Und das ist so dein Ding, so Hühner. Jo. Mhm. Kriegen das beste Fressen. Und, ja. Und was hältst du vom Krishna-Bewusstsein? Gut. Was? Gut. Was gibt dir das so? Den Glauben, dass man, kann ich jetzt nicht so bedeutend sagen, aber ich finde das schon gut, dass man sowas macht. Okay, super. Danke. Das heißt, du hast mitbekommen, dass Nachbarn die in den Suppentopf werfen wollten und dann hast du schnell eingegriffen und gesagt, du... Ja, noch mehrere. Ich versuche immer ein paar welche abzulupfen. Okay, und so kannst du denen hier ein friedliches Leben gewährleisten, ne? Aber die kommen nie in die Box, nur im Winter. Im Sommer waren sie die ganze Zeit draußen. Ah ja, die das ist... Die kommen vielleicht alle 2 Tage mal richtig im Garten, mal eine Stunde oder so. Nur bei Nässe kommen sie eigentlich nicht so richtig raus. Das ist hier der Garten von Tobias. Und das ist wahrscheinlich einer der wenigen Orte, wo Hühner ein wirklich artgerechtes Leben führen können. Und nie in die Suppe kommen. Super. Vielen Dank. Toll. Hare Krishna.